Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Mr. Hosenanzug. Ich weiß auch nicht, was mich reitet, Myers zu spielen, aber... Naja, sagen wir so, ich werde es sowieso bereuen. Und mal schauen, was wir machen können. Dieses Spiel wird alles beinhalten, was ich an Myers gut finde und vor allem, was ich hasse. Wir sollten diese Seite der Map vielleicht verteidigen, wenn hier keiner ist. Schaffen wir das auch? Hier ist verwundernswerterweise keiner, obwohl ich in der Mitte gespawnt bin. Das ist ungewöhnlich. Alright. Lass uns das mal merken. Das hier ist unseres. Aha. Wow, Alter. Der hat um die Ecke gelunzt. Wie hat er das gesehen? Ich hätte ihn jetzt eigentlich schlagen können, aber... was? Babylunch. Genau, das ist nämlich das Ding. So, wenn du zum Anfang nicht die Chance kriegst zu stalken, dann kannst du dich eigentlich nur in eine Ecke stellen und weinen. Und du bist einfach viel zu langsam, um was ausrichten zu können. Würde mich nicht wundern, wenn mir die nächsten zwei Gens gleich wieder um die Ohren fliegen. Vor allem hier, in der Mitte der Map. Aber wenn ich den jetzt verlasse, dann setzt er sich an den Gen halt. Was ist die Alternative? Ich hab zwar Stalk-Addons, aber... Das ist ein Fehler. Ich weiß nicht, was du hier machst. Was soll das denn? Ja, die jage ich. Die ist ein bisschen lost. Ich weiß, der Jake geht hier gleich wieder hin. Aber warte mal, wenn wir einen Down kriegen, dann Pop goes to Weasel und dann zurück zum Jan. Oh ja, super machst du das. Boah, Nea, du rettest mir gerade den Tag. Ich danke dir. Ja, I don't fucking care. Wir haben hier den 3-Gen. Und du bist nicht am Gen, weil du versuchst, Flashlight zu saven, was komplett sinnlos war. Danke, Mann. So, jetzt Pop an den Gen und dann haben wir eine kleine Festung errichtet. Die müssen jetzt hier durchkommen. Awesome. Okay, jetzt sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Oh, 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 oh. Sehr schön, sehr schön. Wo haben wir das nochmal rumgerissen? Und alles bloß wegen der Nancy, wegen der Nia. Sehr gut. Ja, das hat ihn verwirrt, immerhin. Das ist keine Palette. Alles klar, zwei Downs. Ich nehme den mal jetzt mit. Ich hätte rübergehen können, aber lass uns mal kurz chillen. Lass uns unser Pop hier sichern. Weil wir haben immer noch vier. Okay, sie sind nicht hier. Wunderbar. Das hätte gar nicht besser laufen können. Jetzt muss ich nur mal zusehen, dass ich meine drei Gens hier abgrase. Ich spiele trotzdem weiter so. Ich halte mal an der Strategie fest. Weil es sind zwei Gens super schnell gemacht worden. Das heißt, die sind auf jeden Fall effizient genug. Okay, ich muss die Survivor hier rauskriegen aus der Ecke der Karte. Hoffen, dass die hier nicht links von mir sitzen. Komm, gib mir ein bisschen Saft, Baby. Wie gut machst du das? Sehr schön. Oh, lol, kein Bono Time? Darauf habe ich jetzt nicht spekuliert, dann hätte ich auch zünden können. Ich dachte jetzt, sonst kommt er mir in die Quere und ich kann sie nicht treffen. Warum macht ihr denn sowas? Warum schmeißt er sich denn mir in den Weg quasi? Ich glaube, er konnte es auch nicht glauben. Ach, er kann gar kein Bono Time haben, weil ich auch Monitor und Abuse habe auf Level 2 meines, ha? Ich war nicht in dem Chase. Das kann natürlich sein. Festgehangen, Mist. Also er hat Balance Landing, ist egal. Ja, hebt den ruhig auf, also. Das heißt, auf Strike muss ich nicht essen, da habe ich hier dann einen ganz guten Down. Und nächsten Pop.
So, jetzt kann ich sie gut aufhalten, dass die sich hier ganz nice snowballen. Ich werde sie jetzt da in die Mitte bringen, um den Gen zu pressuren. Könnte den nämlich nicht weitermachen erstmal. Geiler Bodyblock. Ich weiß nicht, was das soll. Guter. Guter. Gut Job, Mann. Gut gemacht. Guter Plan. Ich hätte jetzt noch. Es hätte ja noch sein können, dass er DS noch im Petto hat, aber. Scheinbar nicht. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, muss hier sein. Zum Glück ging das jetzt alles super schnell. Hier ist irgendwer. Okay, ich jag die näher. Die ist in einem sehr, sehr schlechten Spot. Sie geht down. 100 Pro. Und wieder zurück. Oder auch nicht? Nee, lass uns die mal nehmen. Lass uns nächstes Pop Goes the Weasel holen. Daran habe ich gerade gedacht. Ist besser. Außerdem, wenn noch jemand hier ist, die finde ich wahrscheinlich nicht so schnell. Wobei, sie ist wahrscheinlich zum Jake gegangen. Kann immer nicht alles auf dem Schirm haben. Es wäre jetzt wahrscheinlich egal gewesen, was wir machen. Hier ist auch irgendwer. Zum Glück bin ich hierher gegangen. Es wäre jetzt... Normalerweise wäre es schlauer gewesen. Oh, hi. Meg? Alles klar. Gut gemacht. Bist der niceste Teammate ever von mir. Normalerweise wäre es nicht smart gewesen, dahin zu gehen, sondern da, wo die Action ist, wo ich weiß, es sind wirklich, wirklich, wirklich Survivor. Aber in dem Fall, wenn ich an meiner Strategie festhalte, muss ich das quasi machen. Oh Mann. Oh, das war smart. Kurz zu warten. Dass ich wieder zurückgehe. Aber die Palette habt ihr jetzt verloren. Hier, es reicht mehr. Oh, lol. Eine Party. Also, sie sind alle hier. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. So, du gehst wieder down. Scheiße. Ach. Jetzt ist man mehr aufgelevelt. Na, jetzt Herr werden, Mann, über alle vier. Shit. Aber das ist richtig, richtig gut für uns ausgegangen. Ah, hier ist jemand. Jake. Ey, yo. Ah, wunderbar. Du hast es vorhin gemacht. Ich habe drauf spekuliert. Gut, das war jetzt ein bisschen ein sinnloser Level 3. Aber, ja. Klappt halt nicht immer. Oh. Jemand hat die Mac aufgeheilt. Ist okay. Sie hatte wahrscheinlich die S. Schätzungsweise. Wait. Okay, doch nicht sinnlos. Mit dem letzten Spitzchen, Alter. Dank dem guten alten WMF-Kochmesser. Nice. Hält seine Schärfe, kann ich nur empfehlen. Ich weiß, die sind da. Ich gehe jetzt trotzdem hier rüber. Alles klar. Nur um sicher zu gehen. Solange ich die drei Gens bewache, könnte ich quasi nichts machen. Und zum nächsten Pop Goes the Weasel. Nachdem du dich mal kurz ausruhst. Ich meine, ich brauche das zweite eigentlich nicht. Ich werde vielleicht nicht dahinter gehen, von daher. Wenn jemand noch so ein Spiel nehmen kann, ist das immer besser. Okay, ich gehe jetzt hier nur noch einmal rum und dann gehe ich hinter. Zu zweit können die hier nicht wirklich was reißen. Boah, ich hoffe, ich kriege die jetzt noch alle. Das wäre so befriedigend. Nach dem roughen Start. Wollte schon fast wieder aufgeben. Das ist halt... Das klingt vielleicht übertrieben, aber das ist mit Myers... Wäre in vielen Fällen wirklich finite gewesen. Das holst du dann nicht mehr auf. Wäre dann noch ein Gen fertig gemacht geworden dann. Alle beide sind da. Das ist nicht das, was ihr wollt.
Okay, die Mac hing einmal, wenn ich jetzt die Mac kriegen würde. Warte mal, bist du hier? Natürlich nicht die Mac, scheiße. Ist sie tot? Boah, ich bin mir nicht sicher. Oh, Palette und ein Hit. Besser kann es gar nicht sein. Ja, was jetzt? Alter, ist das eine große Dead Zone hier, Mann. Okay, gut gemacht. Lol, was jetzt? Was jetzt? Das war live. Aber du hast es nicht genutzt. Du bist in eine Dead Zone gerannt, Schätzchen. Mit der Spitze. Niemand hier, ah? Ich habe kein Barbecue und Chili, das ist Mist. Ich weiß nicht, wo die Hedge ist, ich hab's noch nicht gesehen. Aber die Mac weiß auch nicht, dass noch nicht gespawnt. Wait, doch. Doch, die ist schon gespawnt. 3 Gens, 2 Survivor. Ah, fuck, das wird nichts. Ich hätte die Mac kriegen sollen. Die war nicht tot am Magen. Scheiße. Ist keine Hedge. Oh, da hinten ist sie. Ich sehe sie. Aber das ist sie wahrscheinlich, die Falltür, ne? Scheinbar nicht. Oh, wenn ich dich sehe, bist du so am Arsch. Ja. Hi. Komm, wir machen einen kleinen Quickie. Ah, Primoz hinter uns. Was gut, dass ich die da nochmal aufgelevelt habe. Also, könnte es auch aussehen. Wow, das war ein nices Game. Wäre alles stand und fiel mit der Nia. Wäre die da nicht hingekommen, hätte ich das Spiel verloren. Diese Entscheidung, sich da hinzuhocken, meine Position gerade dort um die Ecke zu kommen, und meine Entscheidung, sie dann zu schlagen und zu jagen, hat mir das Spiel gewonnen und ihnen das ganze Game gekostet. Ich weiß nicht, was sie da gesucht hat. Sie wollte wahrscheinlich einfach durch und hat gehofft, ich sehe sie nicht oder so. Ja, so kann es manchmal sein, Mann. So kleiner, dummer Fehler. Da habe ich nämlich den ersten Pop gekriegt, dann konnte ich bei ihr ein bisschen aufleveln noch und so weiter und dann fielen sie alle und dann war finite. Der Rest ist Geschichte. Erzählt es den Kindern. Am Lagerfeuer von mir aus. Sehr gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das begann Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann. Danke für eure Unterstützung.